Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Freitag zu einer weiteren Ausgabe hier von der Kornwelt in der Milliarden-Challenge. Und wir sind ja immer noch fleißig dabei, hier Strohballen einzusammeln. Und danke, dass ihr die Zeit nimmst, um dir ja heute auch wieder ein Video von mir anzuschauen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und ich will hoffen, ihr hattet eine schöne Woche. Ich werde euch dann irgendwann mal die nächsten Tage berichten, wie dann mein Wochenstart war. Und ansonsten freue ich mich jetzt erstmal auf die Woche, die jetzt wieder vor mir liegt. Und auf eure Reaktionen in den Videos bin ich auch gespannt. Ja, so. Wir müssen ja mal noch weitermachen. Da hat sich nicht viel dran geändert. Ich bin ja froh, dass das Spiel noch läuft. Ab und zu sehen wir mal ein Fahrzeug hier durch die Gegend fahren. Sehen wir schon mal etwas. Sehen wir nicht nur Strohballen hier. Können wir mal rüber gucken. Fährt hier gerade wieder irgendwas? Nö, meint nicht. Also, ja. Ach, was ich total vergessen habe am Anfang der Woche, in dem ersten Video, was ich gemacht habe. Auch die Bahnlinien haben sich ein bisschen verändert. Dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass ich da noch ein bisschen was an gearbeitet habe. Ich bin aber noch nicht fertig damit. Also von daher, ja. Das ist nicht so einfach. Warum habe ich das Gefühl, dass irgendwas hier nicht läuft, dass irgendwas steht? Aber da fährt einer und sehe ich ja unten auf der Minimap. Da unten Feld 21, da steht irgendwie einer. Oder fährt er jetzt? Ah ne, er fährt Richtung Feld 20, alles gut. Also da steht er wieder. Weil einen Fehler habe ich gefunden. Im Autoläufnetz, den habe ich behoben. Etwas sehr eng gemacht an den Bahnschienen, das funktionierte nicht. So. Ja, seht ihr mal, was ich hier so stundenlang mache. Ich kann euch sagen, ne, Feld 34, Feld 6, 7, weiß es nicht, wie groß das ist. Beide zusammenrechnet, werden wir so auch hier auf die Größe von Feld 32 kommen. Aber das war schon echt Arbeit, da die ganzen Ballen einzusammeln. Halleluja. Sag mal, ne, klar geht's schneller, wenn man die Ballen presst. Ne, dann hat man schon mal als fertiges Produkt. Man kann es halt einfach einsammeln, aber das kostet auch Zeit. Also, ne, man muss ja auch hier mal, ja, so einen Tag schon mit Sicherheit beschäftigt, die Ballen einzusammeln, weil ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wenn ich angefangen habe. Aber wir sind jetzt halt auch schon hier ein bisschen beschäftigt und ihr seht, wir haben noch nicht mehr ein Viertel hier vom Feld eingesammelt. Oder so ein Viertel? Na, weiß ich. So. Ja, heute Abend gibt es dann wieder eine Folge, wie ihr das von mir gewohnt seid. Die geht dann wieder eine Stunde. Um 20 Uhr erscheint diese dann.
Und ja, dann werden wir noch eine Stunde weiterballen, sollen sie wahrscheinlich. Nein, werden wir nicht. Schätze mal, bis dahin habe ich die Ballen alle eingesammelt. Oder auch nicht, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Solange das ja da läuft und ich da nicht eingreifen muss, ist ja alles gut, dann kann ich mich hier um die Ballen kümmern. Ja, ich könnte auch per Curseplay und Tralala machen lassen, aber nö. Ich will auch ab und zu mal was selber machen. Weil, ne, sonst komme ich ja ganz hier aus der Gewohnheit raus, irgendwas zu machen. Was ein bisschen mit Landwirtschaft zu tun hat. Ja, als Farmmanager sehe ich mich eigentlich mehr so als Manager der Fahrzeuge, ja. Aber, gut. So, den nächsten wieder voll, sehr schön. Einmal wieder vorne zum LKW fahren, die schon mal dahin bringen, damit er die schon mal laden kann. Dann geht's gleich hier weiter. Ich werde jetzt, das wird ja die letzte Folge sein, die ich jetzt hier aufnehme, das heißt, ich werde den jetzt gleich erstmal weitermachen, die ganzen Ballen hier weiter einsammeln. Aber wie gesagt, solange es hier alles läuft, also... bin doch ja etwas positiv überrascht im Moment, dass so gut läuft. Weiß ich nicht, wie weit wir da mit der Kartoffelernte sind. Können wir jetzt gerne mal einen Blick eben schnell auf die Karte werfen und sehen mal, wie weit wir da sind. Aber ich befürchte auch, dass das Lager irgendwann voll sein wird. Ich habe schon angefangen, aus dem Lager das abzutransportieren in die Lebensmittelproduktion. Aber auch da werden uns jetzt irgendwann die Kartons aussehen. Das heißt, ja, also entweder werde ich sie kaufen, weil das wird im Moment das Einzige sein, weil, ja, wie gesagt, Sägewerk produziert nichts mehr. Da ist empty, da geht nichts mehr. Ach, da ist denn hier? Ein Blödsinn. So, lass mal eben schnell gucken. Oh. Was ist denn hier? So. So, wie sieht's hier unten aus? Ja, viel weiter sind die noch nicht hier, also puhu, puhu. Hier geht es weiter, also, ne? Der Streifen ist jetzt, oh, bald weg. Warum da unten dieser Streifen hier stehen geblieben ist, verstehe ich auch nicht, aber, naja. Manchmal muss man nicht alles verstehen. Hier oben ist übrigens Gras fertig, was jetzt nicht, was das für ein Gras ist. Ist das Vermehrungsgras? Ne, Vermehrungsgras da drauf. So, Feldgras. Da ist Feldgras drauf? Jawoll! Ja, das wäre geil. Das wäre mega geil. Ah, da muss man mal dreschen. Wollte ich dreschen. Ah, yes, yes, yes. Wollte ich dreschen. Ja, machen wir mal gucken. So, warum steht der hier wieder rum? Warum steht der nicht vom Feld? Nee, der. Ah, der sammelt noch einen. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut. Der ist am Einsatz. Ist er. Gucken wir mal eben schnell hier. Ah, hier ist keine Silage mehr. Weil kein Häckselgut mehr da. Okay. Oh. Läuft ja alles hervorragend wieder. So. Aber wir machen jetzt erstmal weiter hier. So, schon mal wieder 72 Ballen. 72 mal 32.000. Irgendwann mit 2,9 Millionen Liter. Das ist schon heftigst.
So, wollen wir den nächsten Ball bitte? Waren wir stehen geblieben? Ja, ich weiß, dass es auch einen Mod gibt, der anzeigt, wo die Ballen liegen. Ja, aber das sind ja alles Ressourcen, die man dann braucht. Und da verzichte ich dann doch lieber drauf. Weil ich sag mal, ne, der Bauer hat ja auch nicht GPS in seinen Ballen eingebaut und kann dann auf der Karte, ah, alles klar, da liegt ein Ballen, da fahr jetzt hin. Also, ne, von daher wollen wir mal, ne, auch wenn es nicht unbedingt alles so realistisch ist, aber so ein bisschen, ne, dabei bleiben, hier mal am Teppich zu bleiben. Klar kann ich mir 1000 Skripte hier drauf packen, die mir alle helfen hier. Aber, ja, ob das sein muss, ist ja mal eine andere Frage. Na, was ist denn los? Warum willst du den denn jetzt nicht? Oh, Alter, ernsthaft? Komm, nimm den doch jetzt mal. Aha. Hat er sich aber gesträubt hier. Wollte ja nicht mit uns hier konform gehen. Also, das ist ja mal echt ein Ding. Also. Schon 13 Kilometer bin ich jetzt hier mit dem Traktor gefahren. Oh yes, Maria. Freunde der Sonne. Nur 4 Ballen sammeln. 13 Kilometer weit Feld fahren. Das ist ja schon... Alter, ey. Das ist ja schon, ja, fast bis ans Ende der nächsten Stadt hier von mir aus gesehen. Von mir zu Hause. Ich bin ja fast schon an der Stadtgrenze zu Köln. Ja. So viel sind 14 Kilometer. Also, ja. So. Schon mal wieder keiner mehr. Okay. So, dann wollen wir hier wieder drehen und wieder zurückfahren. So, fangen wir hier vorne mit dem an. Okay. Moment. War da nicht noch einer? Ja, mein Stau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Ballen da hinten noch drauf gehen. I don't know. Weil hinten gehen ja definitiv weniger Ballen drauf als vorne. Die zwei Hänger, die jetzt noch dahinter sind. Ist so. Aber es sind auf jeden Fall mehr Ballen, als wenn wir jetzt jedes Mal mit 24 Ballen da jetzt darüber tuckeln würden. Das ist doch ein bisschen mühseliger. So finde ich ja ganz angenehm. Zumindest mal meine Meinung dazu. Weiß ja nicht, was eure Meinung dazu ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie ihr das denn macht, wenn ihr Ballen sammelt. Fahrt ihr die mit dem Sammelwagen alle weg? Oder packt ihr die auch an den Feldrand und dann kommt da ein LKW, so wie ich das hier mache? Oder fahrt ihr direkt mit dem LKW und lasst sie vom LKW einsammeln?
Wir fahren ja mittlerweile auch LKWs über die Felder zum Beispiel, ne, bei der Kartoffelernte. Da sind ja nur LKWs im Einsatz, die dann da abfahren. Weil im Endeffekt auch mehr in die Hänger reinpasst. Ah, steckt schon wieder am Verkehr fest. Ja, hallo, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So, 15, noch 9 Stück brauchen wir. Wenn also der Wagen wieder voll. Ich muss mal sagen, die Ballenpressen hier eigentlich einen geilen Job gemacht haben. Also es liegt doch relativ wenig Stroh hier auf dem Feld. Ich hoffe jetzt mal ein bisschen, wenn wir die ganzen Ballen eingesammelt haben, dass wieder ein bisschen Ressourcen freigeschaufelt haben. Wenn so viele Ballen ja hier liegen, dann muss er ja doch ganz schön rechnen. Dann muss er die ganzen Punkte einladen und und. Also ist auch nicht gerade so ohne die Ballen dort hier drauf zu haben. Noch 3 Stücke, okay. Ah, die Meldung haben wir lange nicht mehr gehabt. Da haben wir mal ganz was Neues. Die Mitteilung habe ich auch schon lange gelesen. Ich glaube, meine Frau ist wieder zu Hause. So. Jetzt. So, dann haben wir den auch. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir jetzt hier schon hinter uns haben. Auf jeden Fall schon eine ganze Menge. So, unten sind jetzt nur noch 3, die entladen werden müssen. Das scheint ja doch ganz gut mittlerweile zu laufen. Gut, haben wir noch 24 Grad, also alles wunderbar. 34 Grad Lufttemperatur. Weiß nicht, wie das Wetter in den nächsten Tagen hier aussieht. Dann können wir hier noch getrost ernten.
So, heute noch, dann haben wir den Dienstag, der sieht auch noch trocken aus und ab Mittwoch ist ein Regen angesagt. Wahrscheinlichkeit bei 80%. Dann haben wir noch mal einen trockenen Tag und dann ist nur noch Regen angesagt. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Ob man das mal alles geerntet bekommen, das bezweifle ich auch noch. Aber naja, wir werden sehen. Vielleicht werden wir auch ja, das eine oder andere dann ja, nicht ernten können. Auch das tja, wäre dann sehr tragisch. Obwohl, es gibt noch den Constructor-Mod, ne? Kann das sein? Ne, das war falsch. Ja. Keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken, welcher Tastenkombination ich den aufrufen konnte. Ist auch falsch. Ja, keine Ahnung. Wollen wir mal gucken. Ich weiß es nicht. Weil, ne, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dass wir den noch einsetzen. Aber den kann ich ja wahrscheinlich nur auf Feldern einsetzen, die noch nicht verändert worden sind. Zum Beispiel unten Feld, ist das 26? Ich glaube, ja. Da würde das, glaube ich, noch gehen. Oder Feld 23 würde auch noch gehen. Wollen wir mal gucken. Dass wir da ja, den einen oder anderen Auftrag mal vergeben, dass das Feld da geerntet wird. Weil sonst kriegen wir das hier nicht hin. Aber wenn wir jetzt mit Feld 35 fertig sind, hoffen wir mal, dass das jetzt ja, im Laufe der nächsten Stunden hier mal passieren wird. Auf jeden Fall, da sieht es mittlerweile ganz gut aus, dass das Stroh da runter ist. War ja auch schon mal geil. So, der nächste bitte. Da passen auf jeden Fall mehr als 24 drauf. Das ist doch schon mal schön. So, oder? Ja. 26. Das ist ja erstaunlich mehr. Das ist ja Wahnsinn. 26 Ballen. Oh, ja. Aber trotzdem 72 plus 26 sind wir schon bei 78, 98. Und da hinten auch nochmal so 24 drauf gehen. Ja. Dann ist das ja doch schon eine ganze Menge. So, dann wollen wir mal hier weitermachen. Fahren wir hier hoch. Uiuiui. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter rüberfahren. Und ein bisschen zu früh angefangen hier. Ein wenig zu früh angefangen. Naja, egal. Und wir weiter. Schafft der Andy noch eine Ladung hier jetzt zu sammeln, bis das die Folge zu Ende ist oder nicht? Wäre doch mal sehr interessant. Wieder eine neue Herausforderung. Ja. Ballen sammeln unter Zeitdruck. Vor allem sind ja wieder boah, Wahnsinn. Überlege 98 mal 32.000 Liter, das ist ja doch boah, Alter, ey, das ist unglaublich, wie viel da ja wir dann wieder ins Silo karren. Mal gucken, der dafür jetzt mal Autodrive-Kurs irgendwann mal einfahre.
dann vielleicht nochmal die Strohhäcksler etwas aufpimpe, auftunen, ein bisschen schneller Stroh dadurch jagen. So nochmal vielleicht, dass wir noch mehr Liter noch dadurch hauen können, um dann das Ganze durch Fermenter jagen zu können, um dann halt noch ein bisschen Geld damit zu machen. Das ist ja, ne? Wir wollen noch ein bisschen Geld. Wenn wir hier noch das Ziel der Milliarde erreichen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, auf jeden Fall, also die Ernte war jetzt wirklich sehr, sehr ertragreich. Also wir haben ja noch den ein oder anderen Liter hier runtergeholt. Sollte uns ja auch noch, ne? Darf man nicht vergessen, wir haben auch die Baumwolle auf Feld 18 noch komplett noch rumliegen. Also die ist ja auch noch nicht eingesammelt. Muss ich auch noch tun. Auf Feld 19 ist auch noch nicht alles an Baumwolle runter. Aber ich denke mal, doch der größte Teil ist runter mittlerweile. Ah, jetzt kommt der nächste, der kann Zielberechnung konnte. Hervorragend. Ich soll gleich mal gucken, wo dann das denn schon wieder liegt. So, nehmen wir den hier auch noch mit. Jetzt aber. So. Was sagt? Also, so geht das ja nicht, Freunde. So geht das ja nicht. So, wir brauchen noch 14 Ballen. Das wird ein bisschen schwierig. 14 Ballen hier in 10 Minuten, ja, in 2 Minuten hier noch zu sammeln. Ja, also warte mal eine Zeit lang dabei, wie ich also hier Ballen sammeln. Wie gesagt, heute Abend um 20 Uhr gibt es dann die nächste Folge schon von mir. Hier von der Kornwelt in der Milliarden-Challenge. Und ich würde mich freuen, wenn auch dann wieder einschaltet. Dann werden wir allerdings sehr wahrscheinlich irgendwas anderes tun. Was wir dann tun werden, weil noch nicht. Das werden wir noch herausfinden. Wieso will er jetzt bremsen? Bremsen? Wegen Verkehr? Welcher Verkehr? Oh, jetzt sind sogar unten noch 2 Meter. Ist ja Wahnsinn. Also ist er jetzt abgetankt worden. Ich glaube, mit 3 Abfahrern bin ich da auch ein bisschen mager gewesen, aber... So, ich darf mich dann bedanken bei allen, die wieder zugeschaut haben, von Anfang bis Ende. Vielen, vielen Dank dafür, für Kommentare, für Däumchen nördlich oder südliche Richtung, alles egal. Und ich würde sagen, macht es gut, bleibt anständig, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Bis zum nächsten Mal, euer Andy und bye bye.